Jeder fängt einmal klein an. So wie ich auf dem Bolzplatz in Langel. Wenn man als Fußballer in Köln geboren ist, gibt es nur ein Ziel. Der Weg dorthin ist nicht immer planbar und führt oftmals über Umwege. Man lernt auf allen Stationen etwas über sich und reift als Fußballer und Mensch. Wer aber einmal den Gaisberg auf der Brust getragen hat, wird dieses Gefühl nie vergessen. Heimat. The son of the Cathedral City scores in the derby. Das Ziel habe ich erreicht. Beendet ist mein Kapitel, aber noch nicht. Die Reise geht weiter. Mit euch bis 2025. Ja, man sagt ja, Köln ist nicht die allerschönste Stadt. Also von hier sieht sie hervorragend aus. Mit dem Dom, dem Rhein, ja, echt was ganz Besonderes. Ja, ist halt eine Heimat für mich und ich fühle mich hier mehr als wohl. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich noch weiterhin für den 1. FC Köln spielen darf. Ja, es ging eigentlich sehr, sehr schnell. Mir war klar, dass ich gerne hier bleiben möchte. Zu Hause bleiben möchte und ja, bei dem Verein bleiben möchte, den ich ja, sehr liebe und schon seit, ich weiß gar nicht, mittlerweile ja, 31 Jahren unterstütze. Und ja, der Verein hat mir natürlich auch gesagt, dass sie unbedingt mit mir verlängern wollen und ich glaube, dann muss man nicht allzu viel Zeit verplempern. Ja, es war natürlich sehr, sehr intensiv, gerade für die Jungs mit der Doppelbelastung ist natürlich schwierig. Haben es für mich trotzdem sehr, sehr gut gemacht, immer wieder konkurrenzfähig gewesen. Und obwohl es sehr, sehr hart war und nur drei, vier, maximal vier Tage zwischen den Spielen waren. Ich freue mich jetzt auf die Rückrunde. Gerade in den ersten Spielen wird sich zeigen, dass wir wieder volle Frische haben und bin guter Dinge. Ja, es war natürlich sehr, sehr schwierig auch für mich, für meinen Kopf, weil ich nicht genau wusste, was es ist und wann es dann wieder geht. Und für mich natürlich auch blöd. Ich habe mich so gefreut auf die Conference League Saison und von daher war es echt blöd, dann zuzuschauen. Aber ja, es ist, wie es ist. So ist Fußball und ich hoffe, dass ich bald wieder fit sein kann. Ich hoffe natürlich so schnell wie möglich, aber der Zeitplan ist auf jeden Fall März. Müssen wir schauen, ob das klappt.